So, jetzt gehe ich erstmal hinauf, weil ich habe nämlich einen saugeilen Montagebock hier am Start. Und das muss ich dir sagen, hätte ich gerne vor meinem Hausbau, vor meinem Werkstattbau, vor vielen Dingen, wo ich auf Montage war, auch schon gehabt. Warum? Zeig ich dir jetzt. So, Montageböcke ist ja eine klare Nummer. Du weißt genau, wofür man sie verwendet kann. Eigentlich prinzipiell für alles. Und deswegen habe ich gedacht, ich habe die Dinger jetzt nämlich einem guten Kumpel bestellt. Und dann habe ich gesagt, du, Thorsten, kannst du die Dinger nochmal da lassen? Ich möchte dazu gerne ein Video machen, weil ich es einfach cool fand. Wir haben die gestern ausgepackt und waren beide relativ gut begeistert. Erstmal wie der Preis-Leistungs-Verhältnis und wie stabil die sind. Ich habe mir damals ein paar Billigdinger gekauft, die du im Grunde genommen komplett vergessen kannst. Wie du aufklappst, wo du die Haken reinsetzen musst. Alles saukompliziert, macht keinen Spaß, sind zum Schluss auch trotzdem sehr instabil und ich habe sie viel benutzt, brauchen wir nicht drüber reden, die waren auch günstiger als die. Die haben, glaube ich, damals 30, 40 Euro gekostet, aber es war nicht der Hit. Was ist jetzt hier dran so cool? Also als erstes kann ich dir sagen, sie sind sehr, sehr stabil und ich habe jetzt schon wieder überlegt, wem könnte das was bringen, wem könnte das was helfen, weil wir so begeistert davon waren und der Thorsten gesagt hat, ey du, ich habe da schon bei mir auf dem Hof, der ist nämlich auch immer viel unterwegs, hat seine Baustellen, hat bei sich zu Hause Baustellen und hat gesagt, dafür ist das vom Preis her, die liegen bei 110 Euro, glaube ich, das Paar. Sehr, sehr geil, hast du schnell aufgebaut, aber das werde ich dir natürlich jetzt gleich zeigen. Und ich dachte nur so, du hast vielleicht auch manchmal diese Schmerzen, wie kannst du jetzt vielleicht einen Schweißtisch herstellen? Du hast wenig Platz, du brauchst, wie gesagt, einen Schweißtisch, du brauchst einen Sägebock, du willst Holz zuschneiden, whatever, irgendwas, was draußen, wo du irgendwie mal einen Tisch schnell simulieren musst, hast du hiermit mit 60 bis 80 cm Stehhöhe genau das Richtige. Also, wie gesagt, cool ist schon mal, Tragegriff, habe ich hier eben schon gezeigt, gell? Und dann hast du das Ding echt schnell aufgebaut, das wird einfach nur in sich zusammengeklappt, aber ich nehme am besten mal den zweiten und da zeige ich es dir, den können wir hier oben drauflegen. Das heißt, du hast hier an der Seite zwei Verriegelungen, die machst du einfach einmal hoch und dann ziehst du die Beine einfach auseinander, machst die Stabilisierung in der Mitte noch fest und dann war es das schon. Gut, hier ist jetzt noch Pappe drin, weil das Ding ja neu ist, also wieder hier Arretierung lösen, Teil hoch machen, Pappe raus, Beschreibung raus, da können wir aber gleich nochmal gucken, was da drin steht. Das hier hoch, that's it, dann kannst du das Ding hinstellen. Und das war's. So, das Ganze müssen wir natürlich jetzt mal ein bisschen im Detail zeigen. Du hast hier oben auch so eine Anti-Rutsch-Geschichte drauf. Das ist schon mal cool, wie man es vom Skateboard kennt. Wie gesagt, Tragegriff habe ich schon gezeigt, gell? Das funktioniert sehr gut. Und ansonsten haben wir hier diese Verriegelung, die du löst. Und damit kannst du dann, das müssen wir natürlich auf beiden Seiten machen, hier einmal draufdrücken. Und jetzt brauche ich natürlich wieder gleich beide Hände, sonst wird das Ganze nichts. Das zeige ich dir jetzt sofort. Cool war noch, dass du, hier sind dann übrigens die Punkte drinne. Sind natürlich jetzt unten, wo du dann drauf drückst. Und die Füße sind auch hier ein bisschen, wie soll ich sagen, flexibel mit einer Gummierung unten dran. Das heißt, die passen sich dann auch den Gegebenheiten unten drunter an. Und es ist halt sehr stabil. Du hast hier oben ein Stahlblech, ist pulverbeschichtet, würde ich behaupten. Und macht dadurch einen sehr, sehr massiven. Du kannst sie dann auch noch miteinander verbinden. Du kannst hier zum Beispiel eine Latte reinlegen. Und dann bauen wir die jetzt mal aus, machen die mal hoch. Und dann kannst du, wie gesagt, wenn du Bock hast, machst du einfach oben eine Platte drauf. Dann kann man ja gucken, hat man vielleicht sogar die Möglichkeit von einer dünnen Stahlplatte von German Welding Tools oder so, wo man sagt, okay, zum Schweißen wäre das natürlich der Oberhammer. Ja, dann kannst du die an die Seite stellen, die Böcke kannst du an die Seite stellen. Ich denke immer an so Punkte, ich habe keinen Platz oder ich habe wenig Platz. Was mache ich dann? Ich will trotzdem ordentlich arbeiten können, schweißen, mal was schrauben, mal was basteln. Und dann kannst du dir damit mal ganz schnell eine Werkbank basteln. Ich denke so an Hausbau im Raum, wo du gerade was machen musst. Ob das Spachteln ist, ob das Malern ist, du willst dein Werkzeug irgendwo draufstellen, finde ich das echt cool. Wir brauchen nicht drüber reden, es ist keine neue Erfindung, das ist auch klar. Ich fand es nur cool, habe gesagt, ey, die Dinger sind ja herrlich, habe ich gar nicht gewusst, dass der Bert so Zeug hat im Shop. Hatte ich noch gar nicht gesehen und deswegen mussten wir uns das gestern gleich mal zu Gemüte führen. Und natürlich, gell, kleines Auto, kleiner Kombi, gehst raus auf Baustelle, musst mit dem Auto losfahren, coole Sache. Hast du die Dinger dabei und kannst dir dort richtig schön Arbeit erleichtern. So, mit der Arretierung, das habe ich ja gezeigt, die ist hier. Übrigens halten die Dinger bis zu 650 Kilo. Was ich jetzt auch erstmal nicht so wenig finde. Und jetzt ist es so, du musst dann einfach nur auf die Orangen hier drauf drücken und dann kannst du quasi die Füße einmal rausziehen. Hast unterschiedlich, ich glaube, 9 Stück, 9 Höhenverstellungen, auf die du gehen kannst. Also extrem einfach und dann kannst du es arretieren, indem du dann die Orangen wieder anklappst, hier die Hebel. Und dann hast du jetzt hier quasi die 18er Höhe. Hier oben die Auflagefläche sieht aus wie 100 mm ungefähr. Und wie gesagt, an die Rutsch. Die Dinger sind leicht. Vielleicht steht es ja hier mit drauf, wie schwer sie sind.
haben wir hier eine schöne Bedienungsanleitung noch. Siebenfach verstellbar, Sägebock steht es jetzt hier zum Beispiel. Aber du kannst trotzdem auch wunderbar da draußen natürlich einen Schweißtisch bauen, bin ich der Meinung. Die kannst du schön nebeneinander stellen. Achso, hier sind die sieben Teile in A, B, C, D, E unterteilt. Und es ist wirklich klar, ja, der kann schon kippen, das ist keine Frage. Aber so, auch rechts, links, würde ich behaupten, ist das schon ordentlich stabil. Der Michael Metzner, Grüße gehen raus an meinen Kumpel. Danke für deinen Kommentar, das Polierzeug ist echt der Hammer. Wir haben durchweg positives Feedback. Ich war begeistert damals, deswegen wollte ich euch alle mitnehmen, was die Poliersachen angeht, womit man sehr, sehr einfach alle Oberflächen bis sogar hin zu Kunststoff polieren kann. Wenn du das Video nicht gesehen hast, check auf jeden Fall in meinem Kanal das aus. Poliermittel von Steindl, die Schleifsterne, ist der absolute Oberhammer, das Zeug. Danke für deinen Kommentar und immer schön weiter kommentieren. Einklappfähig, das ist klar. 650 Kilo Maximalgewicht, das haben wir auch gesagt. Das habe ich nämlich schon mal gelesen gehabt. Oh ja, gut, mehr steht jetzt hier auch nicht. Ach genau, hier ist sogar noch zu sehen, wie man das Ganze auch als Tisch umbauen kann. Deswegen finde ich es halt schon wieder cool, dass man da ein bisschen individuell ist. Wenn wir jetzt an den Punkt gehen, wir wollen das Ganze wieder zerlegen, können Sie uns ja auch rumdrehen, das Ganze. Fügen das, wie gesagt, zusammen. Das geht wirklich easy. Das Ding hast du in wenigen Sekunden aufgebaut, hier einmal reingeklickt, zusammen. Gut, jetzt müssen wir natürlich gucken, ich glaube, das ist als allererstes, was runter muss. Das muss natürlich zusammengeklappt werden, sonst geht es nicht rein. So, das heißt, wenn es mal schnell gehen muss, bam, war's das. Dann hast du hier deinen Tragegriff und dann kannst du das Ding wegtragen, wo du es brauchst. Finde ich eigentlich sehr cool. Gewicht würde ich jetzt sagen, 5 Kilo, 6 Kilo. Also das ist entspannt. Stellst dir das Ding in deine Ecke an die Wand, hast eine Holzplatte, hast vielleicht eine Stahlplatte und kannst dir das so hinbauen, wie du das brauchst. Also dafür finde ich es cool, wie gesagt, oder auch wenn man mal auf Baustelle gehen muss oder will, hätte ich damals gerne gehabt auf bestimmten Baustellen, wo du bestimmte Arbeit machst, weil schnell flexibel ist und du musst nicht auf dem Fußboden, das kennt vielleicht auch einige von euch, wenn du auf dem Fußboden rumgräbeln musst, ist für mich die absolute Oberhölle. Ich finde immer, das muss originell sein, es muss irgendwie funktionell sein, du musst es sinnvoll nutzen können und um dir wieder, wir sind beim Thema Lustlevel, das Ganze so einfach wie möglich zu machen, damit auch der Spaß dabei bleibt, das ist immer enorm wichtig. Drüben in der Werkstatt sind wir gerade auch noch dran. Da wird sich jetzt auch noch einiges ergeben. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wie das aktuell aussieht. Da wird aber was Cooles kommen. Da habe ich den nächsten Termin in den nächsten 2-3 Wochen. Freue ich mich schon drauf. Je nachdem, wann das Video jetzt rauskommt, kann auch sein, ich war schon da. Wird es auf jeden Fall auch einiges an coolen Content dazu geben, weil ich mich mega freue, weil es auch wieder für euch bestimmt eine ganz coole Sache ist. Was wir da Neues machen? Gehen tut's um die Ecke hier. Habe ich ja schon mal angeteasert, dass uns das hier ganz schön abnervt. Wir werden hier eine neue Werkbank-Serie-Reihe reinmachen, damit das hier alles optimal steht und einfach besser zum Arbeiten ist. Man kommt immer kaum hin an die Werkzeugwand dran. Das ist nämlich relativ lang hier. Da braucht man schon relativ lange Arme, gell, die ich schon habe. Aber du musst dich doch immer ganz schön vorbücken. Hier kann man 10 cm ein bisschen einsparen. Die braucht man unbedingt gar nicht von der Tiefe. Ja, da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Wie gesagt, da bin ich demnächst bei einer Firma. Da werden wir dann dort schon mal ein Video machen. Und da zeige ich dir, was wir vorhaben und was es da gehen wird. Und dann haben wir auch schon, habe ich schon mit denen geredet, habe gesagt, ey, ich möchte auch hier hinten diesen toten Raum nutzen. Da brauche ich dann quasi was, wo ich mir dann selber nochmal einen Tischteil zuschneiden kann. Auch wenn es toter Raum ist, man könnte jetzt den Karton natürlich wieder einen Kundenauftrag weiter hinterschieben, dass wir hier wieder ein bisschen mehr Arbeitsfläche haben. Deswegen finde ich das cool und dann will ich das auch bis hinten ausnutzen. Na, wir haben wieder einige Pflegefälle hier auf dem Tisch stehen, haben wieder einiges rumgeschweißt. Ganz logische Sache. Machen wir aber immer. Hier sind wir ganz schön von den zwei, von der SMC und der Chessex sind wir ganz schön angetan. Ey, geht wie die Sau. Ja, warum sage ich dir das hier mit der Werkstatt? Weil wir müssen natürlich hier auch gucken, das ist kein Riesenraum. Ja? Vielleicht war schon mal jemand hier, hat das gesehen, der zum Workshop da war. Wir haben hier auch alles komplett ausgereizt. Deswegen ist jetzt auch noch die Überlegung, wie wir uns vergrößern können. Ich kann jetzt wahrscheinlich noch eine kleine Mietfläche hier in der Nähe haben und haben hier jeden Quadratzentimeter ausgenutzt. Deswegen fand ich das mit den Montagebögen wieder cool, weil ich die Situation kenne, dass man vielleicht etwas wenig Platz zur Verfügung hat. Klar, wir sind eine Firma, das ist wieder ein bisschen eine andere Thematik bei uns, weil wir relativ Platz haben. Aber das hat nämlich neulich auch der Dirk nicht verstanden. Wenn wir viele Kartons und Pakete haben und gestern stand der ganze Gang wieder voll, dann kriegen wir auch ein Platzproblem. Und dann ist sowas zum Klappen, zum Hinbauen und Wegbauen, wie ich es brauche, immer eine geile individuelle Geschichte. Man legt sich nicht so fest und hier, den habe ich auf Rollen, den Tisch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie selten, aber wenn ich ihn roll, ja, es gibt die Situation, da brauche ich es halt einfach. Es ist nicht oft, aber immer wieder. Deswegen bin ich da sehr flexibel gerne. Also bei allen Schweißtischen, die haben wir eigentlich alle auf Rollen gebaut. Ne? Wir haben die Schweißschutzwand auf Rollen, alles so, was du relativ mobil hin und her bewegen kannst. Oder auch hier unseren Klapptisch, genau dasselbe Prinzip.
ist ja auch nicht fest verankert. Das heißt, den können wir runterklappen. Das Schweißer-Magazin. Vielleicht hast du dir die eine Ausgabe noch nicht gesichert. Richtig cooles Magazin, was ich dieses Jahr rausgebracht habe. Mit Stickerbogen, coole Sachen, Produkttests, dann einige Firmen, die dabei sind. Dann der Holger, der coole Schleiftipps gibt. Ich habe einiges an Schweiß-Content mit reingebracht. Also wirklich sehr, sehr coole Sachen. Auch Interviews, alles rund um das Thema Handwerk und Schweißen. Also wenn du dir dein kostenloses Exemplar noch nicht gesichert hast, check das auf jeden Fall unten aus in der Beschreibung. Da findest du den Link, kostet nur eine Versandpauschale. Und aktuell gibt es auch noch von Optrade 2 Gewinne unter allen verkauften Exemplaren und unter dem Heft einfach drinnen suchen. Da findest du das, gibt es von Optrade auch noch was Cooles zu gewinnen. Also ich weiß, das war jetzt nicht das spannendste Thema, aber vielleicht gibt es wieder jemanden unter euch, der sagt, cool, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich war genauso erstaunt. Die hat der Bert sogar schon ein paar Tage im Shop. Ich habe es nicht gewusst. Durch meinen Kumpel Thorsten weiß ich es jetzt und freue mich, dass er sich freut. Und wir haben uns gestern wieder, na wie das halt so ist, gell? Da stehen zwei Männer, die packen was aus, freuen sich, sehen das. Und dann habe ich gesagt, ey Thorsten, ich will auf jeden Fall noch ein Video dazu machen. Und das durfte ich. Und ihr wisst jetzt, was abgeht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hier unten rechts kommst du direkt zu den Böcken. Zieh die dir gerne rein. Schau sie dir im Shop an. Und hier oben links findest du ein Video zu anderen Montagesachen noch, die wir schon gemacht haben. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Lass es dir gut gehen und wir sehen uns zum nächsten Video.